Moin Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, Belagerung von Paris. Wir sind jetzt im nördlichen Teil von Paris angekommen, können die Stadt da auch noch mal ein wenig erkunden. Eivor ist schon dabei mit dem Pferd und Zynen ist auch mal wieder dabei, oben auf ihrer Schulter drauf. Schönes Bild hier. Und die Sonne geht auf, ein neuer Tag bricht an hier im Frankenreich. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Willkommen zurück und danke für den Daumen nach oben gestern. So, wir haben hier zwei Rätsel, die wir noch abschließen können. Das werden dann noch alle für Paris, die zwei. Dann müssen wir noch den Schmuggler finden, der sich hier im nördlichen Teil befindet, irgendwo am Hafen, glaube ich, vielleicht, wo wir die Kiste hinbringen können. Hier ist eine Treppe nach unten. Reichtümer gibt es hier natürlich noch auch noch einiges. 1, 2, 3, 4, 5 noch. Ja, passt. Sind 5. Und da treffen wir dann hier Graf Odo, begib dich in den Norden von Paris. Saint-Denis haben wir auch noch da oben. Also da, wo das Artefakt ist. Das ist in Saint-Denis. So, erstmal den Aussichtspunkt holen, um vielleicht die Übersicht sollte ich mich zu haben. Hier lieber vermummeln. So, in Paris sind wir nicht gern gesehen hier. Also, so sehen wir auf jeden Fall ärmlich aus und können uns hier bei den armen Pariser Volk gut drin bewegen. Dafür ist das Schnitter-Outfit hervorragend geeignet für diese Gegend. Okay, der Turm ist da oben. Ich sollte hier eine Verkleidung tragen. Erkunde das Anwesen und suche nach Graf Odo. Kapelle des heiligen Mary. Okay. Eine Verkleidung muss ich mir dann wahrscheinlich für das Fest besorgen, ne? Das Fest, was die Gattin von Odo schmeißt, um Verbündete zu kriegen. Haben wir hier drin noch etwas? Schlüssel gibt's wieder. Ist die Frage, ob Eivor mit dem verhandeln kann, wenn er auch nicht die Ansichten des Königs teilt. Gucken wir mal. Jetzt die Kamerafahrt über das nördliche Paris. Da ist die Kirche von Saint-Denis. Okay. Das hätten wir. Das andere ist alles unterirdisch, wo ich dann noch den Schlüssel für brauche und so. Das ist das Anwesen. Hier sind die roten Blumen. Und das ist das Anwesen von Graf Odo, wo ich dann so nicht reingehen sollte mit den Klamotten. Ganz schön was los hier. Wir gehen erstmal, glaube ich, in den Teil der Stadt und gucken mal, was da für Rätsel warten. Egal, das Leben regeneriert sich unten wieder. Und da ist es wieder voll. Um die Schätze kann ich mich ja noch später kümmern. Nee. Hier ist auch noch ein Opferaltar. Die Schweine, die. Okay, aber hier haben wir auch eine Geschichte. Was machen die denn hier? Berlin ist schon zu lang fort. Der Mann ist tot. Wir beide können diesen verfluchten Rattenkönig erwischen. Rattenkönig, ich habe das ungute Gefühl, dass uns eine Falle erwartet. Man darf den Rattenkönig nicht unterschätzen. Der Rattenkönig, wo wir auch schon viel von gehört haben. So. Das war nicht der Rattenkönig, der euch geholt hat, sondern Eivor. Wir da mal runter. Licht ist auf jeden Fall noch da. Cool, das Wasser da vorne. Alles so tote Soldaten. Mit Käfigen?
Ja, hat sich hier unten einer Gefangene gehalten, oder was? Okay. Da haben wir auf jeden Fall Kram. Schlüssel ist da hinten. Ich habe ja keine Kiste, die ich da mal auf das Loch aufstellen kann, irgendwie. Damit ich mich da mal in Ruhe umsehen kann. Sie sind wieder da, die Ratten. Da ist nämlich ein Brief. Den würde ich gerne lesen. Ich bezweifle aber, dass ich mich hier lange hinstellen kann, um den Brief zu lesen. Ohne dass die Ratten mich dann zerfleischen. Die kommen hier nämlich ständig wieder neu raus. Kann ich hier nicht die Kiste einfach mitnehmen oder so? Oder hier? Gibt's hier was zum Tragen? Vielleicht kann ich den Brief ja mitnehmen. Das wäre am besten. Sieht aus wie der Stuhl des Rattenkönigs, aber vielleicht ist er auch schon tot. Oder ich stelle mich auf den Tisch rauf. Das geht hier. So kann ich stehen. Okay. Befleckter Zettel. Noch mehr von diesen Schurken, die sich meinen Diensten gestellt haben, haben Verrat begangen. Okay. Ihr leises Geflüster hallte durch die Tunnel. Sie haben Angst vor mir. Sie halten für mich. Sie halten mich für verrückt. Sie schwören sich gegen mich. Okay, verschwören. Haben Sie nicht die Schreie Ihrer Vorgänger gehört? Meine Haustiere hatten ihre wahre Freude, obwohl die Knochen nicht so leicht abzunagen waren. Diese Männer sind schlimmer als Ratten. Illoyal, durch und durch. Ich trage selbst die Schuld, denke ich, weil ich sie in meinen Tunnel gelassen habe. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, der Rattenkönig zu sein. Meine Tiere werden sich satt fressen. Jedes zarte Stück Fleisch, das ich ihnen geben kann, sobald mich das Gift durchdringt und mein Körper warm und frisch am Boden liegt, werden sie ihr wahrlich bestes Mahl erhalten. Abgeschlossen. Der Rattenkönig. Der vergiftet die Leute und dann lässt er die Ratten die fressen. Aber vielleicht ist er jetzt auch schon tot, weil da ist sein Skelett wahrscheinlich. Vielleicht haben seine Ratten ihn am Ende selber verspeist. Wenn das jetzt hier der Abschluss sein soll von der Rattenkönig-Quest. Und dann gibt es hier mitten in der Stadt diesen Altar, der alte Baum. Tierherz und Silber. Oh, einer, den ich abgeben kann. Ohne Fisch. Sieht aber cool aus so. Also hier diese Hütten drumrum, dann der große Baum und dieser Stein davor hier. So mitten in der Stadt. Ist nicht schlecht. Ausrüstung gibt es da unten auch noch. Könnte vielleicht auch wieder hier ein Schwert sein oder so. Man muss auf jeden Fall viele, viele Kisten sammeln. Jetzt gehen wir aber erstmal Richtung Ehre und Feinde und die ganzen Sachen, die sammle ich dann wieder später ein, wenn ich Zeit habe. Hey, was? Die haben mich erkannt. Und die Kapuze wieder auf. So, ich erkunde jetzt das Anwesen von Odo. Hier wieder die Kapelle des heiligen Mary.
Unterirdisch ist noch viel los mit Ratten und so. Okay. Und die berühmten Mohnblüten. Kann ich vielleicht irgendwo mich mit jemandem unterhalten? Haus der roten Blüten. Die Nordleute haben mein Haus niedergebrannt und meinen Sohn ermordet. Jetzt traf die Seuche meine Frau dahin. Wieso quält Gott mich? Wieso? Sachte, mein Herr. Du hast zu viel Weinintus und die Trauer trägt deine Zunge davon. Nein, ich muss untertauchen. Nordleute trinken Blut der Heiligen. Geweissagt vom Täufer Jian. Alle in den Weinkeller! Okay. Alle im Weinkeller? Soll das ein Hinweis sein? Ich kann mich hier halt noch hinsetzen und so weiter. Aber ich brauche noch mehr Hinweise. Oh, da kommt noch eine Wache. Ich gehöre dazu. Sieht man doch an den Klamotten, oder? Ich bin genauso schön angezogen wie die ganzen Adligen hier. Musst du jetzt hier stehen bleiben, Wache? Geh mal weiter. Ich fühle mich beobachtet beim Trinken. Ich kann hier auch nicht einfach ausschalten, sonst ist es hier richtig schlecht gerade. Ich will nicht gesehen werden. Er geht. Ah, da sitzt ja noch einer. Na warte, ich kann an ihnen vorbeischleichen jetzt hier, ne? So. Bin ich an dem schon mal gut vorbeigekommen. Wo finde ich jetzt noch weitere Hinweise? Da, bei der Tür. Das sind nur Pflanzen, die noch weiß leuchten. Halt, hier. Du da. Wer bist du? Okay, ist das seine Gattin, die Party hier schmeißt? Verzeih, werte Dame, aber ich ersuche eine Audienz bei Graf Odo. Verstehe. Doch mein Gatte schmiedet Allianzen mit den Edelleuten für den bevorstehenden Krieg. Gute Dame, ich will meine Klinge dem Schutze von Paris vor den heidnischen Horden feilbieten. Verstehe. Und du gehörst zu unseren friesischen Verbündeten von den barbarischen Randgebieten des Reiches? Jawohl. Ich bin viele Tage die Küste entlang und den Fluss hinaufgereist. Und hast du ein Schriftstück mit Unterschrift und Siegel für die Audienz? Ohne das richtige Schriftstück kann ich dich leider nicht einlassen. Wir müssen uns vor Meuchelmördern in Acht nehmen. Ah, die Schriftrolle ist in meiner Satteltasche. Ich hole sie. Ich brauche ein Schriftstück, um Odo zu treffen. Einer der Gäste könnte eines haben. Ja. Okay. Erkunde das Anwesen und suche nach Graf Odo. Er spricht irgendwo im Inneren mit seinen Gästen. Um hineinzugelangen, wird eine Audienz schreiben benötigt. Gut. Ja, ich bin Eivor aus Ostfriesland. Kennt man ja. Unser neuer Gast ist von Sinnen. Er versteckt sich im Weinkeller. Kaum zu fassen. Einer unserer Edelleute verkriecht sich wie ein Stallbursche. Okay. Von den Edelmannen im Weinkeller kann ich wahrscheinlich den Brief haben. Seid gegrüßt, Freunde. Was bedrückt euch? Einer von Odos Gästen hat sich volllaufen lassen und dann im Weinkeller verschanzt. Eine Schande. Sollte er bei der Verteidigung von Paris helfen? Mag sein. Doch welche Hilfe könnte ein solcher Trunkenbold schon anbieten? Ich hege große Zweifel an ihm. Dieser Betrunkene könnte eines jener Schreiben haben, das ich für eine Audienz benötige. Tja, Eivor, Blitzmerker. So, gucken wir mal, wie ich da reinkomme. Jemand muss mir helfen, diese Tür zu durchbrechen. Einer unserer Gäste hat sich im Weinkeller verschanzt. Mach ich gleich. Ich habe hier nämlich gerade noch ein anderes Schriftstück gefunden. Notiz zum Bauernhaus. Mein Lehnsherr, die Ratten schwärmten durch die Tunnel, die das Bauernhaus mit dem Herrenhaus verbindet. Sie verschlangen unsere Getreidevorräte und beißen die Feldarbeiter.
Viele haben wir getötet, doch ihre verfaulenden Leichen bleiben zurück und locken noch mehr an. Ich habe befohlen, das Bauernhaus zu vernageln, um die Flut aufzuhalten. Mach dasselbe mit dem Herrenhaus. Dein getreuer Greve, Henry. Dann kann man also wahrscheinlich im Bauernhaus rein und dann durch den Tunnel, wo die Ratten sind, dann ins Herrenhaus in den Keller eindringen. Und jetzt helfe ich hier mal, die Tür aufzubrechen. Ich muss Lass da ja mich. Eh rein. Oh, Clovis, du hast dich nach deinem furchtbaren Auftritt in den Schlaf getrunken. Mhm. Bitte sei so gütig und hilf meinem Herrn Clovis nach draußen, während ich hier aufräume. Okay, das ist der Weinkeller. Ich nehme dann auch seinen Zettel mit, ne? So, von einem Bauernhaus in der Nähe führt ein Tunnel zum Anwesen. Ist ja auch noch als Hinweis jetzt da. Keine Sorge, ich bringe deinen Herrn nach draußen in die frische Luft. Einfach hier ablegen? Cool. Dieser Trinker hat einen Brief in der Tasche. Vielleicht das Schreiben, das mir eine Audienz mit Odu einbringt. Also wir können durch den Keller gehen und so weiter, aber wir haben ja jetzt auch das Audienzschreiben. Welchen Weg wir dann am Ende gehen, ist ja egal. Aber das Schreiben habe ich auch. Hier habe ich das Schriftstück, das mir ein Gespräch mit Graf Odo gewährt. Hervorragend. Tritt nur ein. Wir wissen deine Mühen unseretwegen sehr zu schätzen. Das hoffe ich doch. So, dann können wir auch so das Herrenhaus betreten. Ich muss Graf Odo finden. Tolle Bilder haben sie hier. Okay, da unten ist eine Tür. Ich denke mal, ich sollte mir den Schlüssel da oben holen. Da sind aber auch zwei dicke Wachen. Kann ich jetzt einfach ausschalten hier? Oder... So komme ich nicht hinein. Nee. Wie du siehst, werter Lothaire, hat Odo mir und nur mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube anvertraut. Unerhört. Wie konnte es dazu kommen? Weil ich, werter Lothaire, ihm fässerweise erlesene Tropfen beschaffe. Sogar aus dem Fernland der Griechen. Ah, Diener, bring mehr Wein. Ich kümmere mich um den Wein, werter Lothaire. Leb wohl. Ich muss den bestehlen. Ohne, dass die Wachen mich dann sehen. Okay. Mein teurer Schlüssel zu Odos Schreibstube. Gestohlen! Ich habe den Dieb leider nicht gesehen. Tut mir leid. So, den Schlüssel habe ich zu der Schreibstube. Gott sei Dank haben die Wachen oben nichts mitbekommen. Gehe ich jetzt einfach hier mal rein. Da haben wir auch noch einen Brief. Öffentliche Mitteilung. Graf Odos Schreibstube. Placitum Generalis. So, die Tür ist offen. Er ist in einem bewachten Raum im oberen Stockwerk. Den Raum mit den beiden Wachen also vor. Okay, aber die Tür ist eh verriegelt und geht nur von der anderen Seite auf. Das ist eine Schreibstube? Voll gemütlich eigentlich. Beichtvater, Vater Tibault, okay. Mein alter Freund, ich suche deinen Rat in einer dringenden spirituellen Angelegenheit. Normalerweise würde ich diese Angelegenheit während des Sakraments der heiligen Beichte bei meinem Beichtvater vorbringen. Doch dieser Krieg macht solche Annehmlichkeiten schwierig. Die Belagerung hat unsere Familienpriester Walter und Sens über alle Maße beansprucht und er ist nicht mehr stabil genug, um irgendeine Beichte zu hören. Ich fürchte um die Sicherheit meiner Familie, besonders um Gräfin Theodore. Manchmal überwältigt mich der Drang zu fliehen. Wir könnten so leicht durch einen Schmugglertunnel entkommen, aber ich kann meinen Posten nicht aufgeben. Jedoch spät in der Nacht überfallen mich die Zweifel, Albträume von Feuer, Blut suchen mich heim, bis ich kerzengerade im Bett sitze und vor Angst zittere. Die Bedeutung ist klar, meine hartnäckige Verteidigung von Paris könnte ein schreckliches Gemetzel uns allen bringen. Wieder einmal bitte ich dich, deine Weisheit mit mir zu teilen. Was soll ich tun? Dein ehemaliger Schüler Odo, Graf von Paris. Der macht sich echt viele, 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 viele Gedanken.
Da unten hätte man nicht vielleicht auch reinkommen können in das Haus, ohne dass ich den Brief, den Schlüssel gestohlen hätte. Mit Graf Odo an unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr. Aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja, diese Nordmannen sind wild und der König lässt's auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen, dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gunselin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Super, die Gäste gehen schon mal. Bin ich mit ihm allein? Hat er uns schon gesehen? Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Sogar gleich erkannt. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Speer sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt, vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met. Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland? Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches. Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Rodomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier noch in Englerland. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl. Die Stimmung ist ja schnell gekippt bei ihm. Als wir die Länder im, zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Als wir das Land im Norden erwähnt hatten, das hat ihm gar nicht gefallen. Super. Aber trotzdem hat er Zweifel und auch Angst, ne? Wenn er Albträume hat wegen der Schlacht und auch schon häufiger gesagt hat oder gedacht hat, dass man vielleicht fliehen sollte. Er und seine Frau. Die Ratten da unten noch. Ey. Das ist bestimmt auch dieser Schmugglertunnel. Da sollte ich vielleicht nochmal hingehen. Um die Sachen zu sammeln, die da unten sind. Vom Bauernhaus sollte es hochgehen. Ah, die Mauer hier ist so hoch, dass ich nicht mal klettern kann. Da ist die Tür zu und da ist der Schlüssel. Der ist aber auch noch drinnen. Komme ich durchs Fenster rein? Tja, Fenster habt ihr immer offen, ne? Anweisung von Bischofs. Brüder und Schwestern, das heidnische Heer naht. Wir müssen die Schätze der Kirche retten. Nehmt den Reichtum, versteckt ihn sicher in der Krypta unter der Kapelle der Heiligen Mary und stimmt dann ein Gebet an. Vater Gauselgen, Bischof von Paris.
Wo ist denn der Schlüssel? Da, der liegt hier auf dem... Der ist unten? Oder ist er in der Vase drin? Da ist er. Versteckt in der Vase. Tagebuch eines Mönchs. Oh ne, das kann ja nur uninteressant sein. Okay. Den Schlüssel habe ich. Da ist noch ein Schlüssel. Und jetzt brauche ich noch die Treppe hinunter in die Krypta. Da wahrscheinlich, oder? Nee, das ist das Bauernhaus. Hier. Aber vielleicht ist die Krypta ja damit auch verbunden. Ich weiß es nicht. Ich war hier mal. Auf jeden Fall erwarten uns jetzt hier gleich viele Ratten. Haus der roten Blüte. Jetzt bin ich halt unterhalb des Hauses. Das ist nicht die Krypta, ne? Ratten! Hau ab! Eine Ratte! Warum fressen die sich nicht alle gegenseitig auf hier? Doch, auch oh jetzt. Da haben sich die Ratten aber die Schlangen gegönnt. Okay. Da kann ich rein und da ist noch ein Schlüssel. Ja. Hier ist schon mal offen. Der Truhenschlüssel, den brauche ich. Eine Bitte um Silber. Graf Odo, die Verbündeten haben Männer und Silber geschickt, um uns zu helfen, aber wir benötigen noch mehr. Viele zögern etwas für die Verteidigung von Paris abzutreten, damit sie ihre eigenen Reich nicht unbewacht lassen. Doch wir brauchen Silber. Vielleicht sollten wir weitere Bitten aussenden, diesmal bis ins ferne Friesland. Dein treuer Hauptmann Hubertus. Da fragen sie sogar... Friesen, dass die hier Paris mitverteidigen. Da muss ich nicht wieder hin. Da muss ich nicht wieder hin. Da muss sie wohl nicht wieder hin. Aber den Schlüssel, den... Da muss ich hin. Wir können also nicht nochmal in Graf Odos Anwesenheit rein. Mehr werden kommen. Aber vorerst reicht das. Okay, aber hier die Kisten... Kann ich ja nicht hinstellen. Aber ich brauche ja nur den Truhenschlüssel. Oh doch, da, das kann ich. Alter. Weg hier. Schlüssel nehmen. Und weg hier. Also hier hätte man auch reingehen können dann in das Anwesen, ohne dass man den Schlüssel klaut. So, den Reichtum hätte ich. Boah, andere Ratten. Das ist echt voll die Pest hier, ey. Das war nur nicht die Krypta von der Kirche. Also, die Gespräche mit dem König liefen nicht gut für Eivor und die Gespräche mit Graf Odo liefen auch nicht gut. Obwohl es ganz gut angefangen hat, aber dann ist die Stimmung schnell gekippt. Als sie gesagt hat, dass die Nordleute hier ihre Ländereien behalten sollen, das mögen die halt nicht so. Das ist halt deren Land. Kann man auch irgendwie verstehen. Naja. Gut. Ich werde mich hier noch weiter um die Schätze und die ganzen gelben Kisten kümmern, bevor wir dann hier wieder bei Siegfrieds Vorposten die Nachricht überbringen. Und Siegfried wird dann wieder so selbsttourisch sagen, tja, Eivor, ich hab's ja gesagt, mit denen kannst du nicht verhandeln. Naja, aber trotzdem besser, als es gar nicht zu versuchen, meiner Meinung nach. Viele, viele Unschuldige, die hier dabei draufgehen, auf jeden Fall bei der Belagerung. Gut, in der nächsten Folge geht es weiter hier im DLC Belagerung von Paris. Danke fürs Einschalten, danke für den Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge. Tschüss!